Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Huch, mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Wie immer ist es hier eine Kollektivlegung. Wir schauen mal rein, was ich heute für den Freitag so zeigen möchte. Ich habe das Ass der Schwerter, die 5 der Münzen. Schauen wir mal weiter. Na, heute geht das ja hier Holter die Polter. 9 Schwerter. Oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also, ich habe das Gefühl, dass hier heute ein Mangelzustand überwunden werden kann. Es kann sein, dass in letzter Zeit sehr viele negative Gedanken auf dich eingeströmt sind und du vielleicht besorgt warst, dass du aus einer Mangelsituation nicht mehr herauskommst. Jetzt hier an dieser Stelle mit den Karten, die vor mir liegen, würde ich sagen, du darfst lernen, einen materiellen Mangelzustand, ja, der aus der Materie entsteht, als das zu sehen, was er ist, nämlich als materielles Problem. Der Mangel ist nicht emotional und der Mangel findet auch nicht auf der geistigen Ebene statt, sondern dieser Mangel ist tatsächlich ein Kind unserer Zeit. Es gibt keine Fehler in der Schöpfung und dieser Mangel, den du erfährst, ist göttlich geführt. Es ist so, dass du heute lernen darfst, dass ganz gleich, wie schlimm es sich gerade anfühlt, ja, die Karte ist auch gleich hier oben drauf gefallen, es gibt einen Ausweg und eine Lösung für dein Problem. Dieses materielle Problem hier wird mit einer ganz neuen Idee überwunden werden. Es gibt hier eine Idee, die wie ein Geistesblitz hereinkommt und vielleicht dafür sorgt, dass Verstrickungen und lange Prozesse hier abgekürzt werden und für dich etwas Neues reinkommt. Ich würde ganz gerne die Karten noch klären. Wartet mal ganz kurz, ich muss einmal kurz was holen. So, und dann haben wir das hier. Gut, wir schauen nämlich noch mal rein mit dem Wild and Unknown Tarot. Ich habe das Gefühl, dass wir heute 2 Decks brauben. Ja. Wir haben die 9 der Stäbe. Aus dieser Situation wird sich herausgearbeitet, weil es gibt für dieses Problem eine Lösung. Vielleicht siehst du noch nicht ganz, wohin die Reise geht und würdest auch ganz gerne einfach den Kopf in den Sand stecken. Aber Kopf in den Sand stecken funktioniert hier heute nicht. Es wird transformiert. Auf Teufel komm raus werden hier heute Gefühle miteinander geteilt. Und das sorgt dafür, dass der Prozess vorangeht. Danach kommt das Ass der Kelche. Und es ist, ja, wunderbar. Die Schwerter hier sagen mir, dass es an der Zeit ist, ein altes Gedankengut hinter dir zu lassen. Du hast dich da lange versteckt. Es kann sein, dass du immer noch versuchst, die Augen ganz feste zuzukneifen, obwohl diese Jakobsleiter bereits dich zu den Themen hinführt, die noch im Verborgenen sind. Du bist bereits auf dem Weg, große Erkenntnisse zu haben. Aber du sträubst dich davor, weil du das Gefühl hast, oh, es ist so mangelhaft. Solange im Außen nicht alles gut ist, kann es in meinem Inneren nicht gut sein. Hier wird sehr viel der Fokus nach außen gelegt und sehr wenig der Fokus nach innen gerichtet. Aber ich habe das Gefühl, dass hier Leichtigkeit reinkommt. Die 9 Schwerter auf dem Kopf mit dem Tod und dem Ass der Kelche sagt mir hier ganz eindeutig am Ende, dass eine schwere Situation, die mentaler Natur war, hier überwunden wird. Hier findet ein vollständiges Durchdringen statt, ein Neustart im Transformationsprozess, was dich zu einer ganz neuen Gefühlshaltung bringen wird. Für manche kann es sein, dass der Kelch gefüllt wird. Hier wird Liebe reingefüllt. Für manche kann es aber auch sein, dass hier erkannt wird, welche wertvolle Beziehung man mit jemandem in der Vergangenheit hatte. Und das wird transformiert und dann macht man einen Neustart. Es ist hier beides durchaus möglich. Wenn du dich von jemandem lösen möchtest, der dir nicht mehr gut tut, dann kann es sein, dass du diesen Menschen hinter dir lässt, weil du erkennst, dass es so nicht weitergeht. Vielleicht macht das auch noch ein bisschen Gedankenchaos und du weißt nicht so genau, wie du das einordnen sollst. Aber die Gefühlslage ist anders. Ja, die Gefühlslage verändert sich hier zu einem Menschen. Es kann aber auch sein, dass wo vorher Mangel war, jetzt eine Aufbauarbeit stattfindet und dass Gefühle miteinander verbunden werden. Für die meisten Menschen werden hier Gefühle im Hintergrund verbunden. Also mir wird gesagt, das ist hintergründig hier. An dieser Stelle, dieser Prozess hier unten ist hintergründig. Du darfst deinen Leidenschaften folgen. Du darfst gucken, dass du aus dem Herzen und aus dem Feuer heraus handelst und nicht, die war auf dem Kopf, nicht wie die Königin der Schwerter alles aus dem Kopf heraus zerdenkst. Ja? Dieser Zerdenkungszustand hier, der ist überwunden.
denk nicht so viel über die Situation nach, fühl lieber nach. Denn der Hierophant hat den Schlüssel dabei und er sagt, es gibt eine ganz neue Möglichkeit, mit der Situation umzugehen. Hier gibt es eine höhere Warte, eine höhere Perspektive. Hier ist sozusagen etwas auf dem Lebensplan geschrieben, das heute umgesetzt werden darf. Und das ist für jeden sehr individuell. Ich versuche gerade reinzuspüren, auf welche Themengebiete es sich bezieht, aber für viele sind es tatsächlich familiäre Verstrickungen. Es geht hier gar nicht so sehr um Herzensmenschen, also um einen Schwarm oder in jemanden, den du verliebt bist oder so, sondern es geht eher um Familienstrukturen. Und da ist natürlich auch Liebe im Spiel. Für eine kleinere Gruppe ist es auch die Liebe, ja. Und für ganz wenige kann es auch ein berufliches Thema sein, was hier gerade abgelöst wird. Wenn du dich wirklich sau unwohl fühlst auf deiner jetzigen Arbeitsstelle und das Gefühl hast, dass du da einfach nicht weiterkommst, du kannst nicht befördert werden, du kannst deine Rechnung nicht bezahlen, es macht dir keinen Spaß und es, weiß ich nicht, du gehst nur dahin, um deine Zeit abzureißen, damit das System, was sowieso bröckelt, einfach weiterläuft, dann hast du jetzt vielleicht einfach neue Eingebungen und denkst dir, du machst vielleicht etwas anderes. Du sollst schon da sein, wo du jetzt bist, aber denk dran mit dem Ast der Schwerter, dass du auch durch diesen Erkenntnisprozess gehst, dass es eine Lösung gibt. Du wirst hier vielleicht sogar wie ein Geistesblitz eine Lösung heute erhalten, die dich aus diesem Mangelgefühl herausträgt. Ja? Hier darf Mangel abgelöst werden, du darfst den Mangel auflösen und dann darfst du dich wirklich da reinfühlen und reinfließen lassen sozusagen. Also ich habe das Gefühl, dass es hier ein sehr fließender Übergang ist. Ja, du kriegst eine Erkenntnis und dann ist es nicht so, dass du sagst, okay, Erkenntnis, zack, Schluss, jetzt mache ich das Nächste. Sondern es ist so, diese Erkenntnis kommt rein, dann muss das ein bisschen einwirken und dann, wenn das ein bisschen eingewirkt ist, dann kannst du es halt mal in die Vorwäsche geben und dann guckst du, was passiert, ob es dann ein bisschen sauberer wird und wenn du es dann vorgewaschen hast, dann geht es erst richtig los mit dem Hauptwaschgang. Ja? Weil die 7 Schwerter hier ziemlich zentral sind, habe ich das Gefühl, dass es mit Gedanken nicht greifbar ist, sondern eher so ein Gefühl. Du folgst hier deinem Gefühl, vielleicht hast du auch einen ganz neuen Glaubenssatz hier integriert mit dem Hierophanten, vielleicht ist irgendetwas, was früher für dich total fest war, sei es ein Glauben an etwas, ja, wenn du an irgendeine Religion geglaubt hast, oder die Wertschätzung für deine Arbeit, die du toll fandest und jetzt auf einmal denkst, oh Gott, das ist alles völlig sinnfrei, was ich hier tue. Ich mache nur papierschmutzig oder ich helfe den Leuten nicht, ich stehe ihnen nur im Weg oder was auch immer. Irgendein Erkenntnisprozess knallt hier rein, du erkennst, das geht so nicht weiter. Willst du mit den Gedanken nicht wahrhaben, aber du fließt da rein, du fühlst diesen Mangel, dann fühlst du, also materiellen Mangel, du hast vielleicht auch Angst, wenn du deinen Job an den Nagel hängst, wie finanziere ich mich? Das sind so Gedanken, die nervig sind dann. Vom Gefühl her weißt du, dass es an der Zeit ist, etwas Besseres zu machen, mehr Gefühl in deinem Leben reinzulassen. Alles, was mit Gedanken zu tun hat, solltest du eine Zeit lang beiseite schieben, weil die kommen dann immer nur in eine Gedankenspirale, wo du immer deine Probleme durchwälzt. Wenn ich meinen Job jetzt hinschmeiße, kann ich dann bla bla bla. Wenn ich jetzt weniger arbeite, kann ich dann bla bla bla. So ähnlich ist es dann auch in Liebesbeziehungen. Wenn ich jetzt diesen Menschen verlasse, wird jemals jemand kommen, der so gut ist oder wieder so gut ist? Und dabei übersiehst du halt diesen ganzen Mangel, den du ja die ganze Zeit fühlst, weswegen du überhaupt mit dem Gedanken spielst, diesen Menschen zu verlassen. So, das transformiert sich hier alles und dann kommt hier ganz am Ende wirklich eine sehr gute Chance rein, für dich in einen emotionalen Neuanfang zu gehen. Vielleicht sogar auch in einen spirituellen Neuanfang, weil du eine Erkenntnis hast, die einfach durch Mark und Bein geht mit dem Hierophanten. Dein Glaubenssystem an jemanden oder etwas wird komplett auf den Kopf gestellt. Für manche, für ganz, ganz wenige kann es hier sein, dass eine Affäre aufgedeckt wird mit dem Hierophanten. Du dachtest, dass ihr in einer monogamen Beziehung lebt oder in einer festen Beziehung, die sicher ist und dann erfährst du hier, dass dein Partner nicht treu ist. Es ist eine ganz kleine Gruppe, es tut mir leid. Er schießt nicht den Überbringer der Nachricht. Eine kleine Gruppe wird hier heute, werden die Schuppen von den Augen fallen und dann geht es gar nicht anders, als hier zu bemerken, dass es jetzt an der Zeit ist, etwas zu ändern, jetzt weiterzugehen, jetzt die Entscheidung zu treffen, jetzt den Schmerz anzunehmen und jetzt diese Person hinter dir zu lassen.
damit du dann weitergehen kannst. Verschließ dich nicht vor dem Gedanken, dass dein ach so perfekter Partner perfekt sein könnte. Er ist es nämlich an dieser Stelle hier nicht. Du wirst alles aufdecken, was dazugehört. Du wirst hier auch deine Entscheidungen dann treffen, wenn es sein muss. Ansonsten höre auf dein Herz, geh nicht so viel in den Kopf und vor allen Dingen nimm dieses Gefühl an, auch wenn es sich richtig scheiße anfühlen mag, ja? Nimm das an, wenn du echt keinen Bock mehr auf deine Arbeit hast, nimm das an, wenn du echt keinen Nerv mehr hast, zu übersehen, dass dein Partner unehrlich ist, dann nimm das an. Wenn du keine Lust mehr hast, dich selbst zu verleugnen oder dieses Mangeldenken da immer weiterzutragen, dann sieh dir das an. Und vor allen Dingen durchfühle es, ja? Geh in die Tiefe, fühl das durch und dann triff Entscheidungen aus dem Herzen heraus, die für dich gut sind, die dir gut tun, die für dich erholsam sind, die dein Herz heilen lassen. Triff die Entscheidungen zugunsten deines eigenen Herzens und nicht, um eine Fassade aufrechtzuerhalten, nicht, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten und nicht, um vor dir selbst zu verbergen, wie du dich eigentlich wirklich selber fühlst. Ja. So, ihr Lieben, das war's für heute auch. Ich wünsche euch einen ganz wunderschönen Tag, auch wenn das hier super anstrengend wirkt, aber das wird gut vorangehen. Es sind Stufen zu erklimmen hier. Es sind mit den neuen der Stäben Stufen zu erklimmen, die zu diesem unterbewussten Thema führen. Und du darfst da reingehen. Ja? Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Schau da rein. Guck, was es mit dir macht. Und lenk dich nicht so viel im Außen ab. So, das war's für heute. Ich wünsche dir einen ganz wunderschönen Tag. Wenn du magst, freue ich mich über einen Kommentar, Likes und Spenden. Du findest alle Informationen zu mir, meiner Person und meiner Tätigkeit unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Und dann ja, wünsche ich dir trotz all dieser Widrigkeiten, die sich hier zeigen, einen schönen Start ins Wochenende. Und wenn ich es gleich noch schaffe, mache ich nochmal eine Extralegung fürs Wochenende. Die gebe ich dann heute Nachmittag rein. Soweit erstmal, alles Liebe, gehab dich wohl und dann bis bald.